Hallo Leute, ich bin Nick und es ist heiß. Bei mir wahrscheinlich genauso wie bei euch, irgendwie die letzten zwei Tage, also heute und gestern war unglaublich warm. Geht ein bisschen am Keks, gerade hier so, ne? Hier so. Aber was soll's. Ich dachte mir, ich erzähle euch mal, was so passiert ist in der Zeit, in den letzten anderthalb Monaten mehr oder weniger. Denn es ist in meinen Augen eigentlich eine ganze Menge passiert. Ich hätte das so krass gar nicht erwartet, dass das so schnell geht alles. Ich denke mal, meine Stimme hört man definitiv, dass sie tiefer wird und tiefer wird und tiefer wird. Und ich fast das Gefühl habe, dass sie täglich tiefer wird, wobei das, glaube ich, großartig in meinem Kopf passiert. Und dann habe ich das Gefühl, dass mein Kiefer breiter wird und auch mein Oberkörper, meine Muskeln generell sich alles ein bisschen anders anfühlt. Das meiste, was passiert, sieht man, glaube ich, gar nicht so wirklich, weil ich kriege unglaublich viele Haare. Also das sieht man gar nicht, weil die immer noch genauso dünn sind wie vorher, also genauso helle, dünne Härchen, aber sie werden halt sehr, sehr, sehr dicht. Das habe ich sogar auch hier, meine gesamte Bartpartie ist schon unglaublich dicht geworden mit halt Babyfass, Peachfass. Und sie werden halt nicht dunkel, sie werden halt einfach nur dicht. Das ist auch bei meinen Armen so, ist bei meinen Beinen so, es werden überall dichtere Haare, aber immer noch genauso wie vorher eigentlich. Nur, dass bei den Armen ein bisschen und vor allem bei den Beinen man merkt, dass hier oben die Struktur der Haare anders ist und auf der Innenseite, Unterschenkel, also unten, auch die Struktur anders ist. So, Krankenwagen. Und zwar, dass die Haare nicht mehr, normalerweise sind die Haare ja, ich weiß nicht, ob die Kamera scharf stellt, aber normalerweise stehen die bei Frauen ja einfach so wild in der Gegend rum und hinten liegen die dann halt mehr an. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber hinten haben die halt so eine eigene Form, die nach hinten geht oder generell dem Flow nachgeht und dann anliegt und vorne stehen sie halt noch ab. Man merkt halt, dass so nach und nach die Struktur der Haare sich so verändert, dass sie anliegen. Und das ist eben auch bei den Beinen so. Sie werden mehr und sie verändern ihre Struktur. Sieht die meisten Leute sehen das halt nicht, weil sie nicht ständig so vor meinem Arm hängen und mir sich die Haare angucken. Von daher wundert es mich nicht. Ansonsten, ja, generell die typischen Sachen, die sich halt verändert haben. Wie gesagt, Haarwachstum, Nebeldon, Stimme, Kiefer, wobei Kiefer hatte ich jetzt noch nicht mitgerechnet. Manchmal, also ich merke halt, dass ich kräftiger bin, dass ich mehr Energie habe. Anfängliche Probleme mit Konzentration sind komplett weg. Wir sind auch inzwischen bei dem Punkt angekommen, also so zwei, drei Wochen in Testoreien war ich mit meiner FH unterwegs auf einer Exkursion in Belgien und da war ich mit Leuten zusammen aus anderen Semestern, die mich nicht kannten. Da wurde ich dann relativ oft misgendert, also da wurde ich relativ oft als sie angeredet, weil meine Stimme eben noch gar nicht so diesen Match hatte. Und dann hatte ich sogar einmal die Situation, dass ich mit sie angeredet wurde und dann Mädchen so, oh, tut mir leid, das ist aber wirklich nur, weil ich nur deine Stimme gehört habe und nicht dich gesehen habe und halt solche Sachen, die in dem Moment nicht unbedingt entschuldigen oder nicht unbedingt besser machen, aber wo man weiß, okay, es liegt wirklich nur an der Stimme. Und jetzt inzwischen ist es so, ich war neulich bei einem Badminton-Verein mit 13-jährigen Kids, also pubertierenden Kids, die mich klar als Kerl gesehen haben, allerdings unglaublich fasziniert waren, dass ich noch nicht im Stimmbruch bin, wo ich innerlich grinsen musste, aber die eben gesagt haben, was, du bist 21 und du bist nicht im Stimmbruch? Also ich kenne jemanden, der sieht ganz ähnlich aus wie du. Bist du sicher, dass du nicht der Blablabla bist? Und solche Dinge halt. Also inzwischen ist Misgendern schon wirklich schwierig scheinbar oder seltener geworden. Manche von euch kennen das vielleicht, wenn man dann so vorbeigeht und man sieht nur Leute, die an einem vorbeilaufen und nicht die Augen von einem lassen können. Und wo man also die ganze Zeit merkt, die überlegen, bist du männlich oder bist du weiblich. Und inzwischen blende ich ziemlich gut ein eigentlich. Das ist ziemlich cool. Und ja, das sind schon so die größten Changes eigentlich. Ich hatte jetzt vor einer Woche, ein bisschen mehr glaube ich, wurde meine Dosis erhöht aufs Doppelte von 30 Milligramm Testo täglich, nie mehr Testogel, auf 60 Milligramm. Das ist, habe ich gemerkt, also es war 3-4 Tage lang, haben sich meine Stimmungsschwankungen und Hitze und irgendwie, keine Ahnung, hat es halt irgendwie körperlich gemerkt. Ich reagiere da relativ stark drauf, aber jetzt inzwischen hat sich das auch alles wieder eingependelt und es geht mir gut und ich bin neugierig auf neue Changes, neue Veränderungen. Generell geht es inzwischen wieder alles relativ entspannt. Ich hatte jetzt eine relativ stressige Zeit, aber jetzt kommt es wieder ein bisschen entspannter. Und daher gibt es dann demnächst vielleicht auch mal wieder ein nicht direkt Testo-relatedes Update-Video, sondern tatsächlich ein Video über irgendwas. Muss ich mal schauen, ob ich die Zeit in Ruhe dafür finde. Mango, sorry, ich spiele gerne. Und ja, das wäre es dann jetzt auch erstmal von mir. Und der nächste Krankenwagen schmilzt nicht zu sehr, es wird besser, hoffe ich mal. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi!